Es gibt eine Gruppenüberladung. Jeder Charakter hat ein Maximalgewicht, das er tragen kann, basierend auf der Stärke. Tipp, es gibt noch bei manchen Händlern einen nimmervollen Beutel. Und bei schwerer Überladung wird die Geschwindigkeit der Gruppe arg reduziert. Man kann die Auswirkungen von Überladungen aber auch komplett abschalten in den Optionen, wen das stört. Aber ich finde, so viel Realismus muss sein in einem Fantasy-Game. Man kann Sachen natürlich verkaufen oder zu schwere Sachen auch einfach wegschmeißen. Aber weiter in der Story. Benduak, redet euch das nur ein, Lan. Man hat immer eine Wahl. Sie hätten den Tod wählen können, aber nun werden sie leben und stärker werden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Lan wendet sich mit verzerrter Miene zu ihr. Die Echsenhälfte faucht. Das Auge ist zu einem Schlitz verengt. Schweig! Die Worte gleichen eher im Knurren. Du bist nicht nur eine Verräterin. Du bist ein Monster. Die Jungen haben deine Geschichten geglaubt. Und du hast sie zu einem Dämon gelockt und zugesehen, wie sie Menschenfleisch essen. Ich habe versucht, sie stark zu machen, sagt Venduak. Was hast du für sie getan? Während ich nach Wegen gesucht habe, unseren Stamm zu stärken. Du bist nutzlos, Lan. Lan, ich bin nur mit gutem Beispiel vorangegangen. Ich habe mich ausgebildet. Ich habe versucht, stärker zu werden, damit ich an die Oberfläche gehen und mit meinem kurzen Leben etwas Sinnvolles anfangen kann. Und genau das werde ich tun, wenn Nissa mich mitnimmt. Vielleicht kann ich unseren ganzen Stamm an die Oberfläche führen, aber du, warum willst du eine Macht, die dich in ein Monster verwandelt? Diese jungen Mädchen haben dir vertraut und wurden in hirnlose Tiere verwandelt, die auf Befehl eines Dämons Leichen fressen. Benduak, ich habe dasselbe Ritual durchlebt wie sie, aber ich bin nicht zum Tier geworden. Ich habe meine Wut besiegt, die Wut, die in uns allen seit Jahrzehnten gewachsen ist. Im Gegensatz zu dir habe ich nicht die Absicht, den Tod einfach zu akzeptieren. Ich werde mich über all das hier erheben, während du mit nichts als deinem Stolz an Ratten nagst. Venduak wendet sich dir zu. Nissa, wen wollt ihr lieber auf eurer Seite? Die Person, die die Dämonen verraten hat, um euch zu folgen, die alles tun wird, was ihr sagt, und eurem Namen Ruhm und Ehre bringen wird? Oder diesen Abschaum? Wir können erstmal die Wunde in unserer Brust inspizieren. Was hat es damit auf sich? Die blutende, tiefe Wunde auf deiner Brust ist verschwunden, als hätte sie sie nie gegeben. Die Haut ist vollkommen glatt und unversehrt. Lan seufzt und flüstert. Sie ist fort, eben war sie noch da. Das ist dämonische Zauberei. Ihr solltet das dringend von einem Kleriker ansehen lassen. Venduak, ha, als wüsstest du etwas von Dämonen und ihren Fähigkeiten. Irgendeine dunkle Macht hat ihren Blick auf sie gerichtet und sie aus allen anderen ausgewählt. Dieser Oberwälterin wohnt eine Magie inne, die dein Spatzenhirn übersteigt. Und alles, was du zu sagen hast, ist, redet mit einem Kleriker, du bist erbärmlich, Lan. Ihr habt die ganze Zeit über Sava Melek gedient. Warum wollt ihr mir jetzt folgen? Fragen wir Venduak. Lieber einem starken Herrn dienen, als in einem dunklen Loch ohne Hoffnung dahin zu vegetieren. Ich gehöre zum Mischvolk, unser Leben ist kurz, aber unsere Leiber sind robuster als die der Menschen. Ich habe vor langer Zeit erkannt, dass ich zu mehr fähig bin als zu dem, was dieses Leben mir zu bieten hat. Und ich folge stets dem Stärken. Ihr, Venduaks Augen funkeln, ihr habt Sava Melek Angst gemacht. Rosilla ist gefallen. Nun möchte ich euch dienen.
Lan sieht Venurk angewidert an. Ich dachte, du wärst stolz auf deine Herkunft. Aber du bist bereit, vor jedem zu kriechen, der auch nur ein bisschen stärker ist als du. Und du sagst, du wärst nicht zum Tier geworden? Was für ein Witz. Nur Tiere folgen dem, der die schärfsten Zähne hat. Aber was rede ich? Selbst Höhlenspinnen sind ihrer Mutter gegenüber loyal. Du stehst sogar noch unter ihnen. Ja, ich glaube, die beiden werden keine Freunde mehr. Venduak lacht. Ach, jetzt denkst du also, alles über mich zu wissen? Du bist einer der besten Jäger des Stamms. Es war für mich von Vorteil, mich bei dir beliebt zu machen. Also habe ich mich so verhalten, wie es dir gefiel. Und Nissa bekommt die Venduak, die sie sehen will. Ich tue alles, um aus diesem Drecksloch rauszukommen. Ich kenne dich, Lan. Ich hatte Zeit, dich zu studieren. Lan, ich gehe nur an die Oberfläche, weil die Zeit dafür gekommen ist. Nissa und die anderen Oberwäldler sind in Gefahr. Sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Aber ich riskiere nur mein Leben. Erkennst du den Unterschied? Ich tue, was der Kreuzzug von mir verlangt. Aber ich werde niemals sein wie du. Ihr habt gesagt, ihr hättet am selben Ritual teilgenommen. Heißt das, ihr habt auch Menschenfleisch gegessen? Ja, Venduak hält dein Blick stand. Rosilla fand mich in den Höhlen. Ich hatte mich verirrt und war hungrig. Und sie stellte mich vor die Wahl, als sei niemand sterben oder leben und die Macht erlangen, alles zu verändern. Da war Melek riss ein Stück aus dem Oberschenkel einer Asima-Priesterin heraus. Ein großes, saftiges Stück Fleisch. Mehr als ich im Stamm je bekommen hatte, Venduak lacht. Da wusste ich zum ersten Mal, wie es ist, glücklich zu sein. Satt zu sein, einen vollen Bauch zu haben. Ich schwor mir, dass es fortan immer so sein sollte. Tat sie es nur aus Hunger? Dann haben der Wahnsinn und auch die Wut mich übermannt. Ich stand kurz davor, mich in ein Tier zu verwandeln. Kein Deut besser als die Schwächlinge im Labyrinth, aber ich bin stark, ich war mein eigener Meister, ich habe mich unter Kontrolle gebracht. Lan sieht sie an, als hätte sie sich gerade in ein Monster verwandelt. Du hättest den Tod wählen sollen. Sterben ist besser als so zu leben. Willst du mir sagen, ich hätte an diesem Tag lieber sterben sollen, Lan? Aber wer hätte sich dann deine blöden Witze angehört? Wer hätte dir die besten Höhlen zum Jagen gezeigt? Ein räuberisches Funkeln blitzt in Venduaks Augen auf. Wer hätte dich zum Mann gemacht? Eine Doppeldeutigkeit? Ich wäre auch ohne all das glücklich gewesen, ohne dich. Dein Tod macht die Welt zu einem besseren Ort, Venduak. Seht nun, Nissa, ist unser Land nicht niedlich? Venduaks Ton ist gehässig. Seht nur, wie seine Augen funkeln, wenn er von Mord spricht. Was glaubt ihr, wird er tun, wenn sich zeigt, dass ihr seinen hehren Idealen nicht gewachsen seid? Ihr habt das alles für Rosilla getan? Venduak, es war ganz einfach. Ich habe jene, die ich für würdig befand, ins Labyrinth gelockt. Den Rest habe ich Gräuelgeschichten vom Labyrinth erzählt, damit sie wegblieben. Alles geriet in Gefahr, als die Höhlenwände bebten und viele der Jungen beschlossen, dass die Zeit ihres großen Exodus gekommen sei. Ich hatte keinen Zweifel, dass Rosilla mit einem Dutzend Mischvölkler mühelos fertig werden würde. Aber was sollte aus dem Labyrinth werden, wenn alle Stämme hineinströmten? Als Lan auszog, das Schwert des Engels zu suchen, bin ich ihm gefolgt. Nicht um ihm zu helfen, sondern um sicherzustellen, dass das Schwert niemals nach Unterholm kommt. Ein Jammer, dass ihr euch eingemischt und mich daran gehindert habt, ihn zu töten. Doch noch ist der Abendgong nicht geschlagen. Lan, du widerst mich an.
Warum habt ihr nicht versucht, uns davon abzuhalten, ins Labyrinth zu gehen? Frage ich. Ihr wusstet doch, dass wir euer Geheimnis aufdecken können. Benduak, Zavamelek brauchte immer neue Diener. Ihr würdet einen ebenso guten Diener abgeben wie jeder andere. Und dann, Benduak lacht, nachdem ihr im Labyrinth verschwunden wart, hätte nicht einmal der gefürchtete Lan es gewagt, nach euch zu suchen. Lan, warum hast du mich dann auf der Suche nach dem Schwert begleitet? Damit ich dich hätte töten können, wenn du es findest, bevor du es ins Dorf bringst, Idiot. Ich hätte allen gesagt, du wurdest verschüttet. Aber dann sind die Oberwälder aufgetaucht und ich musste meinen Plan ändern. Es wird einiges klar. Was genau sollen wir eurer Ansicht nach mit den Mischvölklern machen? Benduak, was ihr hier gesehen habt, sie werden stärker werden. Sie werden eine Armee bilden, wie Sigolarion noch nicht gesehen hat. Unsere Leben mögen kurz sein, doch während wir leben, sind wir schneller, tödlicher und schwerer zu töten als die meisten anderen. Ich biete euch eine Armee an. Eine Armee, die euch Land, Macht und alles, was ihr sonst noch begehrt, einbringt. Eine Armee für den Kreuzzug. Verlockend. Lan, eine Armee von Kannibalen? Seid ihr verrückt? Ihr wollt sie von rationalen Wesen zu hirnlosen Bestien machen, die nur töten wollen. Die nur töten wollen. Sie werden Sklaven sein, mit euch als Sklaventreiberin. Ist das die Macht, auf die ihr so versessen seid? Eine Sklavenarmee für Nissa. Das könnte mich überzeugen. Benduak, ich habe dasselbe Ritual durchlaufen wie sie. Die Bestie tobt in meinem Inneren. Mein Verstand war vernebelt. Aber ich habe einen eisernen Willen und ich gebe niemals klein bei. Ich bin dem Wahnsinn von der Schippe gesprungen. Wenn es unter diesen Mischvölklern welche gibt, die würdig sind, meine Offiziere zu werden, dann wird es bei ihnen ebenso sein. Wir können angreifen, sie töten oder sagen, dass wir genug gehört haben. Was wir tun. Dann wisst ihr, wen von uns beiden ihr braucht. Wenn ihr mich mitnehmt, verschaffe ich euch eine Armee von Mischvölklern. Ja, wie gesagt, sehr verlockend. Lan, fallt nicht auf ihre leeren Worte herein. Benduak hasst jeden außer sich selbst. Sobald ihr auch nur die kleinste Schwäche zeigt, wird sie euch verraten. Genau wie sie uns verraten hat. Naja, die Gefahr besteht. Wer schwach ist, denkt so, sagt Benduak. Wer stark ist, fürchtet nicht, sondern handelt. Warum wollt ihr mir helfen, Benduak? Ihr denkt, ich wäre nur eine Absonderlichkeit aus den Katakomben. Aber Mischvölkler sind schneller, stärker und zäher als ihr Oberwäldler. Wenn ihr mich mitnehmt, baue ich euch eine Armee von Mischvölklern auf. Ich locke sie aus diesem Loch, wir treiben alle zusammen, jeden einzelnen Stamm, und führen das Ritual aus. Und dann... Vendorg fixiert dich mit ihrem katzenhaften Blick, die Pupillen weit geöffnet. Ihr werdet an der Oberfläche sehr mächtig sein. Viele der Mischvölkler werden nicht besser sein als diese hirnlosen Bestien, denen wir in den Katakomben begegnet sind. Aber es wird auch einige geben, die den Nebel wie ich überwinden können. Ich werde sie in die Schlacht führen und ihr werdet uns alle befehligen. Natürlich, ihr habt einmal auf Lan gehört, statt auf mich und diesem Narren Sul das Licht des Engels gezeigt. Aber das werde ich um unserer ruhmreichen Zukunft willen vergessen. Die Macht, die ihr demonstriert habt, war unglaublich. Sie hat Huzilla weggefegt und Zavamelek in die Flucht geschlagen. Ich folge euch, wohin auch immer ihr geht. Dann fragen wir Lan, warum wollt ihr mit mir kommen? Lan reibt sich die Stirn an der Stelle,
an der Haut und Schuppen aufeinandertreffen und atme tief durch. Dort oben an der Oberfläche sind die Kreuzzüge noch im Gange, nicht wahr? Dass ich dem Mischvolk entstamme, heißt, dass Kreuzfahrerblut in meinen Adern fließt. Man könnte sogar sagen, es ist meine Bestimmung. Wie dem auch sei, ich bin bereit, meine Pflicht zu tun. Und alle Kreuzfahrer erhalten Rationen, oder? Gemüse? Ich töte Dämonen und darf mich dafür satt essen. Das ist kein Leben, sondern ein Traum. Ja, offensichtlich gab es da nicht viel zu essen unten. Und außerdem, ihr habt mir vertraut. Bestenfalls bin ich ein Träumer. Schlimmstenfalls hat mein Horn mein Hirn beschädigt. Aber ich habe euch vertraut. Und das hat sich ausgezahlt. Ich habe Sul gezeigt, dass Mischvölkler zu mehr fähig sind, als Moos zu essen und blinde Fische zu fangen. Dafür bin ich euch etwas schuldig. Benduak, seid ihr wirklich so versessen darauf, an die Oberfläche zu gehen, Lan? Warum seid ihr nicht schon früher geflohen? Ihr wisst warum. Die Oberweltler werden uns niemals akzeptieren. Tut nicht so, als würdet ihr wegen einer Paration gehen. Aber warum dann? Um zu sterben? Wegen des Ruhms? Wenn ihr euch nach dem Tod sehnt, werdet ihr ihn gewiss finden. Lan sieht Venuak ruhig und entschlossen in die Augen. Seine Fäuste sind geballt. Vielleicht finde ich an der Oberfläche, was man hier unten nicht findet. Einen Weg, dem Mischvolk zu helfen. Einen Weg, unsere Stämme davon abzuhalten, Abschaum wie dir zu folgen. Ja, beste Freunde geht anders. Ach so, wir sind durch. Also gut, sage ich, habe meine Entscheidung getroffen. Lila, ich hoffe, wir nehmen dieses Mädchen nicht mit. Sie verkauft uns an den ersten Dämonen, den sie sieht, sagt Lila. Camilla, wenn wir uns mit den Monstern anfreunden und die Dämonen, um die Dämonen zu bekämpfen, warum schließen wir uns dann nicht mit den Stärksten von ihnen zusammen? Ist das nicht eine rationale Entscheidung? Sie sind beide gleichermaßen hässlich. Keiner der beiden sorgt für eine ästhetische Verbesserung unserer kleinen Gruppe. Okay, wir können keinen von beiden mitnehmen, oder? Venduak, die seltsame Katzenspinnenfrau, oder den nicht minder seltsamen Lan, halb Echse, halb Mensch. Da ich ja gerne so ein bisschen in die düstere, böse Ecke gehen möchte, mit meiner Heldin Nissa, werde ich mich für Venduak entscheiden. Lan schüttelt den Kopf. Du machst einen Fehler. Sollte je ein Priester hier unten landen, werde ich ihn bitten, für deine Seele zu beten. Ja, danke, Lan. Venduaks Augen leuchten triumphierend auf. Wen kümmert es, was du denkst? Die Herrin hat ihre Entscheidung getroffen. Sie wendet sich dir zu. Lan weiß zu viel. Er muss sterben. Okay. Sind wir schon so böse? Sind wir schon derart böse, dass wir jetzt Lan töten? Was meint ihr? Lan, ihr habt recht. Ich weiß alles. Und ich weiß auch, wo ich nicht erwünscht bin. Also gehe ich einfach und plaudere mit Sul. Töten wir Lan? Ganz so böse sind wir noch nicht. Verschwindet, solange ich noch gute Laune habe, Lan. Wir sind ja kein Monster, sondern eine Halbvampirin. Lan, wenn das eure gute Laune ist, habe ich noch Glück, dass sich unsere Wege nun trennen. Er rennt weg. Benduak, er ist entkommen. Keine Sorge, Lan. Ich kriege dich.
Venwag wendet sich dir zu. Wartet hier, Herrin, ich hole Sul und die anderen Oberwäldler. Sie sollen alle wissen, dass Lan niemanden gerettet hat und wie ein Feigling geflohen ist. Ja, Venwag ist ganz schön fies. Wir kriegen allmählich eine fiese Truppe zusammen hier. Aber wir haben ja noch Sila als Ausgleich. Hm? Häuptling Sul erscheint, flankiert von Mischvölklern. Die beschwerliche Reise hat ihre Spuren hinterlassen. Er atmet schwer. Was hat das zu bedeuten? Was ist hier los? So, meine Stimme ist wieder da für Sul. Anivia ist auch da. Anivia stößt ein langgezogenes Pfeifen aus. Na, sieh mal einer an. Der alte Hulrun ist wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Hier unten waren wirklich Dämonen. Ich hätte hören sollen und eine Patrouille schicken. Verflucht. Anivia Tirabeit, eine Soldatin oder Agentin. Borgus Gwerm, der Kaufmann. Borgus verzieht angewidert das Gesicht und versucht, Abstand zu den bewusstlosen Mischvölklern zu halten. Ihr sagtet, ihr wärt bei der Adlerwacht für das Kundschaften zuständig, Anivia. Wie konnte euch ein Nest voller Dämonen unter Genabris entgehen? Fragen wir. Anivia seufzt. Als hätte es nicht schon gereicht, dass ich jeden verdammten Schatten in der Stadt hinterhergeschnüffelt habe. Jeder kennt doch die Geschichten von den Dämonen, die unter den Straßen von Genabris hausen. Sie sind so alt wie die Kreuzzüge selbst. Ich habe einen Fehler begangen. Doch ihr habt ihn ausgemerzt. Daher, danke. Anivia, was macht das Bein? Anivia verzieht ein wenig das Gesicht, zwingt sich aber zu lächeln. Besser als gestern, schlechter als vorgestern. Aber ich werde nicht sterben, keine Sorge. Ihr müsst euch um die jungen Mischvölkler kümmern, befehle ich. Venduak, sie sind bewusstlos. Aber wenn sie aufwachen, Häuptling, werdet ihr sehen, dass diese Experimente sie stärker gemacht haben. Einige haben zwar den Verstand verloren, aber das ist gleichgültig. Wichtig ist, dass sie überlebt haben. Sie sind jetzt Krieger. Chief Sul. Solange sie jagen können, der Rest kann warten. Ihr Oberwäldlerin und ihr Venduak habt sie gerettet, nur das zählt. Ab jetzt helfen wir ihnen. Aber wenn sie in die Oberfläche wollen, dann weiß ich nicht, ob ich sie aufhalten kann. Das Labyrinth war voller Gefahren, doch wir haben sie bewältigt, entgegne ich. Venduak verschränkt die Arme. Ich habe gespürt, dass das Labyrinth ein Ort des Bösen ist. Und das war es auch. Ein Dämon saß in der Mitte. Wir konnten ihn nur mit Mühe und Not überwältigen. Als wir in das Versteck des Kultes kamen, haben wir Lan gesehen. Feigling, der er ist er geflohen und hat die Jüngeren dem Dämon überlassen. Lügt Venduak. Ja, Lan ist zu voreilig. Können wir überleben, wenn wir auf Leute wie ihn hören? Nein, Lan ist nicht mehr einer von uns. Ihr habt uns gerettet. Ja, die Intrige geht auf von Venduak. Anivia, ich fand schon immer, dass ihr ein anständiger Kerl seid. Respekt. Es wird Zeit, von hier zu verschwinden, sage ich. Venduak, ich gehe mit den Oberwäldlern, Häuptling. Das Labyrinth birgt keine Geheimnisse mehr. Ich muss weitergehen. Chief Sul stößt einen Seufzer aus. Ihr musstet schon immer weitergehen als alle anderen. Aber was kann ich tun? Also geht. Aber wohin geht ihr? Wo ist der Ausgang? Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Venduak durchsucht Husilas Leiche und zeigt dir ein paar Papiere und einen Schlüssel. Wenn es einen Schlüssel gibt, gibt es auch eine Tür. Und wenn es einen Brief gibt, gibt es auch einen Empfänger. Das ist logisch. Anivia überfliegt den Brief kurz und reicht ihn dann dir. Diese verfluchten Mistkerle, das sind alle Informationen,
über den Kult in der Stadt, seine Treffpunkte, Passwörter, Geheimverstecke. Ich denke, wir sollten das augenblicklich demjenigen zeigen, der in Knabris das Sagen hat. Sobald wir wieder an der Oberfläche sind, finden wir heraus, was hier vor sich geht. Erhaltene Gegenstände, Kultistennachricht. Man kann ihn lesen, den Brief. Sava Melek, das ist meine letzte Warnung. Ihr müsst diskret vorgehen, ohne noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, als ihr bereits auf euch gezogen habt. Die Leute reden schon über das merkwürdige Verschwinden der aufrechtesten Bürger von Knabris. Bleibt im Untergrund, nährt eure Mischlinge und wartet geduldig. Der Ruf zur Schlacht wird bald erfolgen und er wird laut und deutlich zu hören sein. Sogar dort unten in den Katakomben. Sammelt dann sofort eure Krieger, bringt sie an die Oberfläche und führt sie zu Estrods Turm. Dieser Turm wird mein letzter Dolch sein und ich werde ihn Knabris in die Eingeweide stoßen. Unser bösartiger Diener Faxon hat den Turm vor Monaten zu meiner Operationsbasis gemacht und das Kommando über die Templer in Knabris ergriffen, während der große Magister mit anderen Dingen abgelenkt war. Faxon hat bereits ein Lager mit Waffen, Tränken und anderen nützlichen Vorräten angelegt, die er bei Bedarf gerne mit euch teilen wird. Falls er sich ordentlich benimmt, solltet ihr eure Kräfte bündeln. Falls nicht, schlagt ihm den dummen Schädel von den Schultern und übernehmt selbst das Kommando. Herrin Minago. So, der letzte Dolchstoß auf Knabris soll erfolgen. Anscheinend. Bei Estrods Turm ist die... Feindbasis. Quest Update. Ursilla töten. Ach, haben wir gemacht, genau. Und ein neuer Eintrag. Spione in unseren Reihen. Laut der Nachricht, die der Anführer der Dämonenanbeter in den Katakomben bei sich hatte, treibt in der Stadt mindestens eine geheime Gruppe von Kultisten ihr Unwesen. Das sollte die für die Verteidigung von Knabris verantwortliche Person erfahren. Natürlich nur, wenn es eine solche Person gibt und die Stadt noch steht. Tja, das werden wir dann sehen, wenn wir wieder oben sind. Wie viel von Knabris noch über ist? Nur noch Schutt und Ruin? Staub und Asche? Wir müssen an die Oberfläche. Das haben wir alles erledigt. Ursilla, die Priesterin, ist tot. Ein erster Schritt ist gemacht. Hui, das war eine Menge Lesezeug. Und ich glaube, ich werde jetzt mal hier pausieren. Wir sammeln natürlich noch ein bisschen Loot ein. Wow, ein magischer Streitkolben. Ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann bleibt dran. Ciao, der Argonaut.